In diesen Tagen feiert Leipzig sein 1000-jähriges Stadtjubiläum. Noch vor 50 Jahren, 1965, zelebrierte man hier allerdings den 800. Geburtstag. Da ist selbst für Nichtliebhaber der Mathematik klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Und 1000 Jahre Stadtgeschichte bergen noch ganz andere verblüffende historische Ungereimtheiten und Überraschungen. Leipzig vor 50 Jahren, im September 1965. Die Stadt feiert 800 Jahre, mit großem Trara und hohem Besuch. Der damalige Staatschef Walter Ulbricht ist in der Messestadt und würdigt das wichtige Ereignis. Im Namen des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik überbringe ich Ihnen die Glückwünsche zum 800-jährigen Jubiläum unserer Stadt Leipzig. Nun haben wir ja gelernt, dass Parteiparolen aus dem Sozialismus nicht allzu glaubwürdig sind. Aber wie kommt Ulbricht auf 800 Jahre? Alles ausgedacht? Nein. Es geht ja nicht um eine Stadtgründung. Hier ist kein König vom Sattel abgestiegen und hat gesagt, hier baue ich meine Stadt. Als die Stadt Leipzig damals ihre 800-jährige Stadtgründungsfeier zelebrierte, hatte das natürlich schon einen seriösen historischen Hintergrund. Das möchte ich nicht abschreiten. Es gibt nämlich einen sogenannten Stadtbrief, ausgestellt in der Zeit zwischen 1157 und 1170. Und daraufhin hat man sich bezogen, da gab es kein Datum, da gab es keine Unterschrift. Okay, wir nehmen einen ungenauen Mittelwert. Und so ist man auf das Jahr 1165 gekommen. Heute beruft sich die 1000-Jährige auf ein älteres Dokument, die Erstnennung der Urbs Lipsi, Stadt der Linden, in einer alten Bischofsschrift 150 Jahre früher, aus dem Jahr 1015. Aber ist das nun ein sicheres Datum? Sicher ist nichts auf dieser Welt, würde ich sagen. Und wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft bringen wird. Wir können allerdings davon ausgehen, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass in den nächsten Jahren noch eine Urkunde auftauchen wird, in der ein anderes Datum gewissermaßen als Ursprung der Stadterzählung genommen werden kann. Geschichte. Einmal so und dann wieder anders. Das erzählen so einige Fundstücke aus Leipzigs Historie. Ein altes Stadtmodell hilft uns bei einer Reise in die Vergangenheit. Erste Station im Süden, vor den Toren der Stadt. 1942 wird in einem Tagebau ein 1000-jähriges Schwert gefunden. Ein legendäres Ulfbert-Schwert. Mit dem war der Sieg quasi schon im Kasten, bevor die Schlacht überhaupt begann. Ulfbert war ein legendärer Schwertschmied, Schwertfeger, wie das damals hieß. Und er war dafür bekannt, eben besonders harte und gleichzeitig widerstandsfähige, also auch ein bisschen nachgiebige Schwerter herstellen zu können. Das war damals nicht so ganz einfach, das konnte also längst nicht jeder. Und deshalb ist Leipzig heute sehr stolz, so ein wertvolles Schwert zu besitzen. Vom Meister persönlich. Selbst die Wikinger waren ganz wild darauf, diese Superschwerter mit dem Signum Ulfbert zu bekommen. Nur leider hat das Leipziger Schwert einen kleinen Makel. Das kann durchaus sein, dass es sich hier um eine Fälschung handelt. Man würde ja heute Markenpiraterie sagen, Schwerter gab, wo man diesen Namen benutzt hat, um es eben wertvoller zu machen. Herausgekommen ist es, als man die Schreibweise prüfte. Die nachahmungswilligen Schmiede waren damals nicht unbedingt des Schreibens kundig und machten viele Fehler mit dem Ulfbert. Manchmal ist eben mehr Schein als Sein. Weiter geht es ins 14. Jahrhundert. Leipzig hat sich längst zur Stadt gemausert und ist in der Hand der Wettiner, einer traditionellen Fürstenfamilie. Da passiert in der Thomaskirche ein mysteriöser Vorfall. Einziges Zeugnis dessen ist eine Haarlocke, die bis heute in roter Pracht erhalten geblieben ist. Also das ist eine sehr spannende Geschichte aus dem Jahr 1307. In diesem Jahr soll dieser Dietzmann, der hieß eigentlich Dietrich der Dritte und war einer der Wettiner, in Leipzig Weihnachten in der Thomaskirche von hinten erdolcht worden sein. Vieles bleibt im Dunkel der Geschichte, vieles wird man nie mehr nachweisen können.
Bis heute ist der Tod von Markgraf Dietzmann ein Rätsel. War es ein Auftragsmord? Gestritten haben die Wettiner genug, mit den Brandenburgern, dem König und untereinander. Immer ging es um Macht und Land. Geblieben sind vor allem wilde Spekulationen über den Mord und die Haarlocke. Die allerdings macht Dietzmann nachträglich zu einem Mythos. Nach 300 Jahren wird sein Grab noch einmal geöffnet. Und siehe da, die Haare sind immer noch leuchtend rot, wie eine Mahnung. Dabei hatte sein früher Tod mit 37 Lenzen auch etwas Gutes. Wenn er länger gelebt hätte, wäre das Land vielleicht noch länger zersplittert oder noch mehr zersplittert worden. Weil dadurch, dass er dann doch schon in sehr jungen Jahren diesen Tod eben erlitten hat, konnte sein Bruder seine Gebiete mit in die Herrschaft einbeziehen. Und danach ist es also auch so extrem nie wieder zersplittert und infrage gestellt worden. Weiter geht es durch Leipzig und die Jahrhunderte. Wir landen im Buchdruckerviertel im Jahr 1481. Hier wird Leipzigs erstes Buch gedruckt. Es ist der Beginn einer glorreichen Ära der Stadt als Buchmetropole mit Weltruf. Bis dahin wurden die Bücher mit der Hand geschrieben, Wort für Wort, Zeile für Zeile, verziert mit prachtvollen Miniaturkunstwerken. Doch mit einem kleinen, unscheinbaren Werk verändert sich Leipzig für immer. Der Glossa sub Apokalypsen. Und es gibt nur wirklich eine ganz geringe Anzahl von so prachtvollen Handschriften zum Sachsenspiegel. Und trotzdem würde ich die Glossa Apokalypsen dem Sachsenspiegel irgendwo vorziehen, weil das Objekt halt wirklich Leipzigs Ruf für Jahrhunderte geprägt hat. Doch schauen wir uns das Buch ein wenig genauer an. Der Inhalt nicht wirklich glorreich. Es ist eine christliche Schmähschrift gegen Türken, mit bösartigen Verwünschungen aus der Apokalypse des Neuen Testaments. Und der Autor? Agnus von Viterbo, ein tiefgläubiger Dominikanermönch. Auch dieser hat nicht gerade Ruhm und Ehre verdient. Der war damals ziemlich umtriebig und später stellte er sich aber raus als einer der größten Dokumentenfälscher und Historienfälscher jener Zeit. Und deshalb zählt am besten für die Geschichte nur, dass 1481 ein Buch von irgendwem mit irgendwas, aber definitiv in Leipzig gedruckt wurde. Mehr nicht. Inzwischen sind wir bei unserer Route durch die Stadt im Jahr 1703 angekommen. Mitten im Zentrum, an der alten Handelsbörse. Von hier stammt diese Leipziger Sänfte. Ein Zeugnis des Fortschritts, so sagt man. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Urexponat des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt. Leipzig Messestadt, Leipzig viel los. Gibt aber auch viele Ideen. Die Stadt hatte natürlich den Anspruch an sich selbst, irgendwie mit dem europäischen Standard zumindest einen Schritt zu halten. Und dafür steht es auch als Beispiel. Aufbruch in die Moderne. 12 Sänften hat die Stadt damals und strenge Instruktionen. 14 Stunden geht der Dienst. Niemand darf während der Arbeit trinken oder rauchen. Und Unfreundlichkeit ist strengstens verboten. Klingt wirklich sehr modern, aber mit Sänften? Nun darf man sich eine Stadt aber nicht so aufgeräumt vorstellen im 18. Jahrhundert wie heute. Alles war total im Dreck. Es wurden damals in der Stadt auch noch Tiere gehalten. Man schmiss gerne alles aus dem Fenster, was man nicht brauchte. Also das heißt, die Straßen selber waren ein Stück weit, insbesondere wenn es lange geregnet hatte, fast unpassierbar. Hört sich wiederum nicht so modern an. Oben hui und unten pfui.